Hallöchen, meine lieben Liebenden und herzlich willkommen zur Sondersendung Tagesbotschaft energetisch betrachtet für den Sonntag. Wir haben ja Portaltage und ich hatte mich spontan dazu entschlossen, dieses Mal den Sonntag mit reinzunehmen. Also, hier haben wir schon mal grundenergetisch, wie immer gilt natürlich, ne, alles kann und nichts muss mit dir persönlich in Resonanz gehen. Alle weiteren Infos wie immer unten in der Infobox. So, dann haben wir hier schon mal grundenergetisch den Magier liegen. Ja, Entscheidungen treffen, seinem Karma, Schicksal gerecht werden. Oh, guck mal, die Sense fällt hier momentan oft raus, ne? Dann haben wir hier die Öffentlichkeit liegen. Entweder geht es hier um Treffen, um Veranstaltungen. Es kann auch um das eigene Bewusstsein hier gehen. Ja, von dir, von jemandem, dass hier jemandem etwas bewusst wird. Und wir haben die Sense. Entweder etwas Einschneidendes, es kann auch manchmal mit der Sense etwas weggenommen werden. Gleichzeitig kann es natürlich auch für die Ernte stehen. Wir schauen mal, was das Tarot dazu sagt. Liebes Universum, was bekommen wir hier zum Magier? Ja, ja, den Neuanfang mit Haaren von Mr. Plüsch. Der Narr fällt raus. Ja, so ist es ja auch. Wenn man sich aktiv für einen Neustart in seinem Leben entscheidet, und Neustarts haben wir ganz, ganz viele. Das ist immer dann der Fall, wenn uns das bisherige Resultat unserer Entscheidungen nicht gefällt. Genau dann sind wir angehalten, andere Entscheidungen zu treffen für andere Ergebnisse. Und da passt natürlich der Spruch immer wieder sehr, sehr schön. Es ist Wahnsinn, die gleichen Entscheidungen zu treffen und mit einem anderen Ergebnis zu rechnen. Das ist so. Wenn die Grundkomponente immer gleich ist, wird es auch immer das gleiche Ergebnis geben. So, und deswegen habe ich den Magier hier auch mit der Unendlichkeit dargestellt. Das heißt, du befindest dich oder jemand, ja, wir wissen jetzt nicht, wer genau da drin ist. Also dieser Mensch hier befindet sich an einem Scheitelpunkt, ja, seines Lebens und muss natürlich jetzt, ne, ins neue Abenteuer springen. Das heißt, ich sage aber auch immer, mit der 8 hier, der Unendlichkeit, können wir Entscheidungen auch auf dem Weg revidieren und nochmal zurückgehen. Ja. Oder wir sagen, nö, wir ziehen es jetzt hier einmal durch und gucken mal, was am Ende bei rauskommt. Also die Entscheidungsgewalt haben wir jederzeit. Anders ist es natürlich, wenn wir auf die 0 schauen. Die 0 hat keine Scheitelpunkte, sondern sie sind ein Zyklus, ein Kreis. Heißt für mich jetzt auch in der Kombination, hier ist etwas, was entschieden wird, was eher einen langfristigeren, ja, Bewandtnis hat, wo man zwischendurch keine Wegkreuzung hat, sondern ein sehr straighter Weg ist. Ja, ein Weg, der geradewegs ins Ziel führt. Wir gucken mal, was das hier noch so sein könnte. Ach ja, guck mal. Sehr, sehr geil. Wir haben die 5 der Münzen im Schatten liegen. Und im Schatten ist es tatsächlich eine sehr, sehr gute Karte. Denn hier ist das Ende einer schweren Phase angezeigt. Der Mut ist erneuert. Ja, hier ist der Seelenfrieden, auch die geistige Entwicklung angezeigt. Und das ist natürlich auch so. Wir müssen uns entwickeln. Wir müssen unsere Entscheidungen und Taten manchmal auch bedauern, beklagen, verarbeiten. Unsere schlechten Entscheidungen mit den schlechten Ergebnissen verarbeiten, damit wir andere Entscheidungen treffen können. Und hier ist es so, hier hat jemand eine schwere Phase hinter sich, entscheidet sich jetzt aber mit neuem Mut, und den braucht man auf jeden Fall auch, wenn man den Narren in seiner Energie hat, hat man den tatsächlich auch, hier wirklich in ein komplett neues Abenteuer zu springen und die neuen Möglichkeiten, die sich dadurch gestalten, natürlich auch nutzen zu können. Ja, deswegen, also für einen Neuanfang muss man sich aktiv entscheiden. Der passiert nicht einfach so, indem man hofft, dass irgendwas passiert. Ja, auch das ist eine absolut kontraproduktive Energie. Also Mangelbewusstsein, überwinden, Minderwertigkeitskomplexe können jetzt hier auch nochmal ins Tageslicht kommen. Allerdings auch dann eher in dieser überwindenden Energie. Und letztendlich haben wir hier auch das Licht am Ende des Tunnels angezeigt. Ja, also hier ist eine deutliche Verbesserung dieses Menschen zum Besseren angegeben. Ja, und so ein Sonntag ist natürlich auch gut darüber, um zu reflektieren, wie soll es jetzt eigentlich weitergehen? Ja, gerade wenn man so in der Stille ist, wenn man mit sich alleine ist, beziehungsweise auch mit der Familie, wie auch immer.
dass man letztendlich auch vorwärts kommt. Und der Wagen sagt es ja auch, ne? Hier ist eine Aufbruchstimmung angezeigt mit dem Wagen, dem Wasser darf es hier auch wieder intensiver werden. Hier ist das Liebevolle auch drin, hier ist das Großzügige drin, hier ist die Willenskraft drin, die Kontrolle drin, also die volle Zügelübernahme jetzt auch wieder. Raus aus der Lethargie, rein in das Unbekannte, im wahrsten Sinne des Wortes. Alles darf jetzt hier zum eigenen höchsten Wohl und Gut passieren. Gerechtigkeit, ja. Die Gerechtigkeit fordert eine wohldurchdachte Entscheidung. Wir haben hier Schicksal, Karma liegen, also genau darum, wo es hier mit dem Magier auch geht. Und dem Hierophanten hier auch eine hochspirituelle Karte, der Hohe Priester, der halt auch aufruft, hier neue Dinge lernen zu wollen. Also wir haben hier eine endgültige Entscheidung. Hier möchte jemand sein Karma wieder ausgleichen und das ist möglich. Ja, wir können unser eigenes Karma ausgleichen und indem wir uns neue Dinge aneignen, uns vielleicht auch selber hinterfragen, welche moralischen Wertvorstellungen wir zum Beispiel haben. Ne, das kann eben auch sein, gerade wie gesagt, Karma-Ausgleich, dass eben die eigenen moralischen Wertvorstellungen hier verändert werden dürfen und ja, wir reifen, ja, Gerechtigkeit steht ja auch für reife Prozesse, fürs Erwachsenwerden. Und wir wachsen ja stets und ständig. Also selbst als erwachsener Mensch wächst man weiter. Geistig, spirituell, materiell, emotional, ja, also auf allen Ebenen wachsen wir ja unser ganzes Leben weiter. Und dieser Mensch entscheidet sich jetzt für ein neues Leben, in gewisser Weise tatsächlich. Und ich sagte ja schon hier, ne, es bereitet sich jetzt den Möglichkeiten, die der neue Weg bringt, zu stellen. Und die haben wir hier liegen. Jetzt haben wir hier viele Optionen auf dem Tisch mit den 7 der Kelchen. So, das ist Fantasie, das ist Schwärmerei. Das ist grundsätzlich erstmal eine gute Energie. Allerdings sage ich auch immer hier Obacht. Fallt nicht durch eure Wölkchen durch eure Fantasieblasen durch, wenn hier Optionen ans Tageslicht kommen und die werden kommen, ne? So ein bisschen Verlockungsenergie hier, wenn hier Optionen kommen, die keinen Boden haben. So, das heißt, hier sind Wahlmöglichkeiten, hier ist auch das Hingeben angezeigt, allerdings auch so ein bisschen Wunschdenken. Und die 7 der Kelche, die sagen ja auch, es ist die Verlockung der Versuchung. Ja, also wichtig hier, falls du dich hier wiederfindest oder dieser Mensch oder hier diesen Menschen kennst, sonst würdest du die Legung ja auch nicht irgendwie sehen, diesen Menschen kennst, darauf achten, dass man sich hier nicht verlocken lässt. Wir haben hier nämlich, wie gesagt, mit dem Narren einen sehr straighten Weg, ja, liegen mit einem Resultat, was natürlich auch in die Ernte gehen darf. Und da muss man sich ganz klar für eine der Optionen entscheiden und sich nicht ablenken lassen. Das sind so Ablenkungen auf unserem Weg, die uns möglicherweise in Versuchung führen könnten. Ja, der kleine Teufel auf der einen Schulterseite, ja, der dann immer sagt, komm, nimm doch das. Das ist doch jetzt viel, viel einfacher. Das ist so in greifbarer Nähe, ne? Mach's dir einfach. Ja, man soll sich das einfach machen, allerdings jetzt nicht irgendeiner Illusion verfallen. Das sind die 7 der Kelche. Nicht nur wünschen, sondern auch tun ist hier wichtig. Und dann darf hier auch emotionale Fülle geerntet werden. 9 der Kelche ist ja für mich immer so diese Juhu, ich habe es geschafft Energie. Ja, so nach getaner Arbeit oder wenn man einen Meilenstein erreicht hat oder ein Ziel, wie auch immer, erreicht hat, welches Ziel es auch immer sein möchte, dann ist man so emotional erfüllt. So geht es mir immer nach einer Kartenlegung. Also ich feiere auch so die kleinen Erfolge, ja, diese kleinen Dinge, die ich geschafft habe. Und das ist ja auch so. Man erschafft ja jedes Mal, wenn man so eine Kartenlegung macht, etwas Neues, einen neuen Impuls, man gibt neue Impulse raus und dann freue ich mich immer. Dann denke ich mir immer so beim Karten wieder zusammenlegen, ja, das war jetzt toll. Auch wenn es vielleicht für die Hörerseite oder für die Zuschauerseite manchmal nicht so toll ist, weil wir ja auch mit bitteren Pillen zu tun haben, was ja auch richtig ist. Andernfalls halten wir uns ja hier in Luftblasen fest. Aber dann freue ich mich. Und das ist auch bei diesem Menschen so. Dieser Mensch freut sich, sich für etwas entschieden zu haben, trotz der Verlockungen hier. Und
erlebt wieder ein emotionales Hoch. 9 der Kelche, das ist ja auch Zufriedenheit. Das ist das gute Karma. Ja, wie gesagt, Karma ausgleichen. Und diese freudigen 9 Kelche können natürlich auch wunderbar löschend wirken für seelische Brände, für 9 seelische brennende Stäbe, die gelöscht werden wollen. Ja, die 9 der Stäbe, das ist ja auch manchmal diese Schutzhaltung, die wir einnehmen. Ich sage dazu auch immer gerne, auch im 10-Meter-Turm stehen und überlegen und man springt so von einem Fuß auf den anderen. Oh, soll ich springen? Dann nuschelt man nochmal so ganz kurz über das Brett. Oh, scheiße, das ist aber schon ein bisschen hoch, ne? Ah, nee, aber unten ist halt die Fülle. Ja, und auch wenn man weltlich nicht vom 10-Meter-Turm springt, aber dieses Gefühl, ich denke, das kann sich so jeder vorstellen, diese Aufregung, dieses, ah, ich will ja, ne, und dann luschert man nochmal so und Gefahr, Panik, ich schaff das nicht und was ist, wenn ich falsch aufschlage und hier und da, man malt sich ja in so einer Situation die übelsten Dinge aus. Letztendlich ist aber unten im Becken die Fülle, im wahrsten Sinne des Wortes. Ist ja schon die übersprudelnde Fülle. Und indem man sich hier den Mut weiter zusammensucht, also wir haben ja schon mal den Mut, in einen Neuanfang zu gehen und auch auf dem Weg wird ja weiterhin der Mut gefordert, können natürlich auch so peu à peu seelische Belastungen, Verletzungen der Vergangenheit, einschneidende Erlebnisse in gewisser Weise wieder gut gemacht werden. Und wenn wir negative Erlebnisse haben, dann sollten wir uns wirklich auch in diese Situation wieder hineinbegeben, um positive Resultate herausziehen zu können. Ja, wie zum Beispiel, man hat sich mit dem Fahrrad langgeledert. Wenn man dann nämlich sagt, ich werde mich nie wieder auf ein Fahrrad setzen, weil ich zu schlechte Erfahrungen gemacht habe, dann ist das absolut der eigene Freiheitsverlust, der stattfindet. Wenn man aber sagt, ich setze mich wieder aufs Fahrrad und stellt dann fest, okay, es passiert ja gar nichts. Ja, das war halt ein doofes Missgeschick, sich langgeledert zu haben. Dann geht die Angst weg. Dann arbeitet man sich aus der Angst heraus. Und das musste ich zum Beispiel auch mal machen, mich aus der Angst herausarbeiten. Ich bin nämlich mal von einem LKW angekachelt worden. Ja, ist kein Scherz. Ich wäre eigentlich fast gar nicht mehr hier. Das war auch so meine erste Begegnung mit der geistigen Welt, wo ich gesagt habe, ich habe Schutzengel, weil mich was weggedrückt hat. So, ich hatte danach tierische Panik. Das hat sich auch noch ein paar Jahre später rausgestellt, dass ich immer noch Angst hatte vor diesem LKW-Reifen. Das war nicht das Letzte, was ich noch gesehen hatte, LKW-Reifen und Radkasten. Als ich meinen Führerschein gemacht habe, habe ich wirklich eine Panikattacke bekommen, als auf einmal, wir sind in der ersten Doppelstunde auch direkt gleich in den morgendlichen Berufsverkehr. Und dann stand auf einmal ein LKW neben mir, mein Fahrlehrer. Ich muss sagen, ich habe einen echt top Fahrlehrer gehabt, der hat mir in den Arsch getreten. Ne? Fand ich in der Situation nicht witzig, aber er hat alles richtig gemacht und hat mir dann auch gesagt, also wir sind dann an den Rand gefahren, an die Seite, haben geparkt und dann sagt er so zu mir, du hast jetzt 2 Optionen. Entweder du gibst jetzt auf, wir fahren zur Fahrschule und du beendest das ganze Ding hier, oder du setzt dich auf deine 5 Buchstaben und ziehst das jetzt durch. Er hat mir das auch wirklich eiskalt ins Gesicht gesagt. Und das ist genau das, was ich brauchte in der Situation. Und er hatte damit verdammt recht. Ich nehme ihm das nicht übel. Auch in der Situation habe ich ihm das nicht übel genommen. Auch wenn ich ihm mal kurz hätte so... Ja. Aber er hatte recht. Ich habe nur diese 2 Optionen in der damaligen Zeit gehabt. Entweder ich stelle mich meiner Angst, die Gefahr zu haben, auch mal irgendwo einen LKW, einen Radkasten neben mir stehen zu haben. Und letztendlich sagte er auch, ist denn jetzt irgendwas passiert? Nö. Nö. Was war denn passiert? Gar nichts. Ich habe nur ein Bild. Ein Bild, was wieder hochkam, was meine alte Panik nochmal hochholte, meine alte Angst hochholte. Aber das Resultat dessen war ja, es war nichts passiert. Da stand einfach nur ein LKW neben mir an der Ampel. Game Changer. Ja. Und danach hatte ich keine Probleme mehr mit einem LKW neben mir. Und auch heute nicht mehr. Auch wenn ich auf dem Fahrrad unterwegs bin. Diese alte Angst ist weg. Weil ich in dem Moment realisieren konnte, es ist ja nichts passiert. Ja, und der LKW, der da neben mir stand, war ja nicht der LKW, der mich angefahren hatte. Oder hatte den Fahrer da drin, der mich angefahren hatte.
Ja, also es zog sich ein paar Jahre, bis das Thema komplett gelöst worden war. Allerdings nur, weil ich diese Triggerpunkte bis da nicht hatte. Deswegen sage ich immer, Themen kommen genau dann ans Tageslicht, wenn die Zeit reif ist. Wenn wir die Triggerpunkte in unser Leben bekommen. Guck mal, ich bin 2007 angefahren worden und ich habe 2012, Ende 2012 habe ich meinen Führerschein gemacht. Erst dann kam der tatsächliche Trigger. Muss man sich mal reinziehen. Ja, vorher hat es mich nicht tangiert. Also, hier werden alte Verletzungen gelöscht, alte Wunden gelöscht und damit haben wir den Reifeprozess, um jetzt mal wieder zurück zur Kartenlegung zu kommen. Die 7 der Münzen stehen da natürlich auch. Ach, guck mal hier, wir haben hier schon so echt interessant, ne? Interessant sehe ich gerade. Die 9 der Kelche löschen alte Wunden, 9 der Stäbe. Und die 7 Optionen, die 7 der Kelche, die wir hier haben, schaffen neuen Boden, realistischen Boden. Das heißt, wir haben hier wirklich eine sehr vernünftige Person, Energie liegen. Ja, hier sind viele Optionen und hier werden auch im Nachgang, das heißt nicht, dass dieser Mensch chaotisch wird, aber er schafft letztendlich hier für diese 7 Kelche auch 7-mal Bodenfläche. Hält sich die Optionen offen, realistische Optionen offen. Das heißt, wir haben hier keine Luftschlösser liegen. Das heißt, es kann sein, dass dieser Mensch schon mal mit Gedankengängen spielt. Dieses Jahr realisiere ich das, das nächste Jahr realisiere ich das und das und das und das. Und dann wird hier aber mit diesem Erkennen von den vielen Optionen in gewisser Weise auch schon die Grundlage geschaffen. Das heißt, man arbeitet an ganz, ganz vielen Baustellen in gewisser Weise gleichzeitig. Ja, und deswegen ist hier die Geduld, die Langfristigkeit, das langsame Wachsen angezeigt und natürlich auch die Dankbarkeit, die Sicherheit, eine Energie auch von Pause, ne, durchatmen, schnaufen, entspannen, runterfahren angezeigt. Wir gucken mal auf die Unterseite. Ach, schau mal an. Das Büchlein, das Kapitel, das neue Kapitel, welches noch geschrieben werden darf. Was kriegen wir denn da? Die Beschleunigung. 8 der Stäbe. Ja, hier geht's weiter, ne? Hier geht es weiter. Weiter in eine neue Richtung. Hier werden auch Grenzen überschritten. Durch die Triggerpunkte, ne? Mit dem Äußeren, mit den Menschen, mit der Gemeinschaft. Dann haben wir hier noch einen Scheideweg liegen mit den 2 der Schwertern. Hier darf sich nochmal Unbewusstes bewusst gemacht werden. Hier gibt es Gespräche und dann wird eine Basis erkannt. 4 der Münzen steht für mich auch immer auf ja, allen 4 Elementen stehend. Es ist noch nicht super viel da. Ja, die Plattform ist noch relativ klein. Hier passt erstmal nur ein Tisch rauf. Hier muss natürlich erweitert werden. Hier muss investiert werden. In dem Moment würde ich aber sagen, wir haben hier erstmal ein bisschen Erkennen von Ruhe. Wieder runterfahren, entspannen. Alles läuft. Ne? Wir haben hier im Hintergrund seelische Beschleunigung, ne? Grenzüberschreitung, auch ein bisschen Chaosenergie, weil hier noch etwas erkannt werden möchte. Zum einen natürlich auch die Stabilität. Zum anderen auch, okay, es muss weitergehen. Es muss weiter investiert werden. Es muss weiter Energie, vielleicht auch finanzielle Energie investiert werden für die Herzensprojekte. Ja, und dann haben wir hier mit dem Magier entweder das Thema Beruf, neuer Job oder auch Partnerschaft, eine neue Liebe. Weil hier die Intention da drin ist, jetzt aus dem Vollen zu schöpfen. Guck mal, hier Magier, da Magier. Also es fängt mit dem Magier an. Es hört hier fast mit dem Magier auf. Ja, und da haben wir die Welt, ne? Die 0. Ich habe sie ja hier am Anfang schon erwähnt. Ein Zyklus endet. Das heißt, diese ganze Reise zu den Optionen, diese ganze Reise in dieser neuen Entscheidungsgewalt dieses Menschen sorgt dafür, dass es erstmal zurück in den Fluss des Universums geht, dass dieser Mensch seinen eigenen Wert hier auch erkennt und sich bewusst wird, welche Magie in diesem Menschen hier tatsächlich vorhanden ist und mit welchen Kräften er hier arbeiten kann, nämlich mit seinen eigenen Kräften. Jetzt gebe ich euch hier noch einen Seelenimpuls mit, weil wir hier wirklich eine persönliche Weiterentwicklung liegen haben.
bitte einen Seelenimpuls hier für diesen Menschen, der sich hier wiedergefunden hat. Tauche tief in dein inneres Selbst ein und erkenne die Schönheit und Stärke, die in dir wohnen. Du bist ein strahlendes Wesen voller Potenzial und Liebe. Erlaube dir, deine wahre Größe zu erkennen und dein Licht in die Welt zu tragen. Auch in dunklen Zeiten erstrahlt dein Inneres wie ein leuchtender Stern. Vertraue auf deine Kraft und erkenne die Magie, die in dir schlummert. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Und vor allen Dingen auch ein Geschenk für dich und deine Welt. Also achte dich, schätze dich, respektiere dich, löse dich aus Entscheidungen, aus Karma, aus unbedachten Entscheidungen und treffe wirklich für dich, für dein höchstes Gut Entscheidungen, aus deinem Selbstwert, aus deiner Selbstschätzung, aus deinem Selbstrespekt heraus. In dem Sinne bin ich jetzt auch raus, ihr lieben Liebenden. Ich sage wie immer herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Liken, Kommentieren, Abonnieren, Teilen und freue mich natürlich auf die nächste Legung mit euch. Wir sehen uns spätestens wieder Sonntagabend zur nächsten Tagesbotschaft. Lasst es euch gut gehen, erholt euch schön und bis dann.